bin nach 8. Aber ich bin natürlich um 4 Uhr aufgewacht. Nicht durch die Trampelei, die hört man nämlich. Nur hier im Wohnzimmer. Aber nicht im Schlafzimmer. Da, wo ich zum ersten Mal gepennt habe, habe ich gestern noch hier die Decke vors Fenster geknallt. Ich bin nicht so total verspannt. Also es bringt schon was. Ja, es wird heute schon wieder warm. Ich muss tanken, einkaufen, den Pesttypen anrufen. Und morgen kommt dann der Techniker. Der soll sich um das Ding hier kümmern. Erstmal Kaffee. Ich glaube, ich probiere mal den neuen die Kaffeemühle aus und den Chibo-Kaffee. Der andere Kaffee ist so gut wie alle. Den muss ich sowieso mal anschmeißen, die Mühle. Und dann kann ich direkt mal ausprobieren, ob es auch funktioniert. Ja, sieht so aus, als würde der Grinder grinden. Da muss man auf den Knopf nicht gedrückt halten und vor dem lauten Ding stehen bleiben. Man drückt einfach den Knopf und dann hört er automatisch auf. Das ist auf jeden Fall gut. So, jetzt gibt es Chibo-Kaffee. Frisch gemahlen. Ich brauche auf jeden Fall so eine Art Sessel. Aber wir haben alles in Kalifornien. Die Lehren packt da so, sie hat so gut wie alles zusammengepackt. Und fertig für die Storage Unit. Aber wir müssen das hierher schaffen. Jetzt liege ich hier schon wieder auf diesem unbequemen Ding. Denn ich habe nichts anderes. Und das Zimmer da drüben kann ich nicht benutzen. Da knallt nämlich die Sonne immer noch rein. Ja, super windig draußen, super warm. Ich check gerade E-Mails. Pesttypen erreiche ich schon wieder nicht. Tanken muss ich. Gartenstühle haben wir auch noch irgendwo in Modesto. Die sind zwar leicht rostig, aber das sind so Zero-Gravity-Stühle. Die sind ziemlich geil. Super schwer. Mal gucken, ob wir die herkriegen oder ob ich hier irgendwas bei Marketplace. Muss ich Marketplace gleich mal checken. Um 12 Uhr kann ich checken, ob mein Badge, Background-Check hier erledigt ist. Dann kann ich nämlich den Online-Kurs machen und den Test und dann das irgendwann abholen. 6 Wochen sind mittlerweile vergangen, seitdem ich mein Nummernschild bekommen habe. Das heißt, mein Wahlnummernschild müsste jetzt irgendwann fertig sein. Die meinten 6 Wochen. 4 bis 6 Wochen. Die sind jetzt so rum. So, und dann muss ich mein altes Phone irgendwann wegschicken. Ich muss nochmal komplett durch alle Apps gehen, ob die jetzt wirklich alle funktionieren. Ich habe, glaube ich, alles transferieren können und das alte kann ich dann weggeben. Obwohl es echt schade ist. Es ist ein geiles Handy. Aber $128, ne? Die nehmen wir mit. Ja, Bitcoin ist wieder auf dem Weg nach unten. Keine Ahnung warum. Stromrechnung ist gekommen. $75. Ey, ich verbrauche überhaupt keinen Strom. Und jetzt schon $75. Also wenn dann im Sommer, Hochsommer, wenn wir uns hier wirklich bullig warm sind und wir hier die Klimaanlage mal anschmeißen, ich will ja nicht wissen, wie hoch die Stromrechnung dann ist. Naja. So, jetzt werden noch die restlichen E-Mails gecheckt, der zweite Kaffee getrunken und dann geht's mal los. Ich muss mir überlegen, also hier gibt es so aggressive Vögel, die gehen ja an alles dran. Wie ich dann, wenn die kleinen Tomätchen rauskommen, wie ich die schütze. So, ich habe gerade endlich die Pestlady erreicht. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wann die das letzte Mal da war, am 18. März, heute mit dem 14., das heißt ganz schön knapp gewesen. Aber morgen kommt er vorbei. Ich habe gedacht, ja, ich habe denen gesagt, ja, am Wochenende arbeite ich. Ich habe nur frei jetzt heute Morgen. Und jetzt haben die mir keinen Termin gegeben, sondern nur flexible. Das heißt, der ruft mich morgen irgendwann zwischendurch an und sagt, ja, ich bin jetzt auf dem Weg. Das heißt, morgen kann ich nicht großartig durch die Gegend tingeln. Wenn ich irgendwo hin muss, dann muss ich es heute machen, aber heute ist super windig. Egal, vielleicht fahre ich nachher nochmal an diesen Angelplatz, den ich da das letzte Mal gefunden habe, an der Westseite, kurz vor Sonnenuntergang. Boah, ist das windig. Ich weiß nicht, ob das so viel Spaß macht. Nee, egal. Auf jeden Fall kommt er morgen vorbei und sprüht hier alles nochmal ein. Das heißt, ich muss mir alles nochmal abrücken. Und dann wird das hier nochmal besprüht. Sehr gut. Also ich meine, ich hatte jetzt, es ist auf jeden Fall besser geworden mit den Schaben, aber ich hatte diesen Tiny Ones. Gestern, als ich Pizza hier am Tisch gegessen habe, krabbelte plötzlich so ein kleines Mini-Vieh halt über den Tisch. Und vor 3-4 Tagen habe ich, glaube ich, erzählt, dass ich hier im Bett lag und dann plötzlich krabbelte so ein kleines Vieh über meinen Arm. Und dann habe ich noch ein, zwei Mal in der Küche eine gesehen, als ich den Ofen angeschmissen habe und das dann wahrscheinlich dahinter ein bisschen zu warm wurde. Und das war's. Von daher ist es auf jeden Fall super besser geworden. Und wenn er es noch einmal einsprüht, ich glaube, dann ist erledigt. Dann kann ich den Typen nämlich auch fragen, was es denn für eine Kacke im Garten ist. Vielleicht weiß der Bescheid. Und was der für ein komisches Alkoholzeug auf die sprüht, um die irgendwie zu betäuben oder auszunocken. Denn das Alkoholzeug, was ich gekauft habe, dieses 97% Alkohol, hat überhaupt nichts gebracht. Einfach weitergelaufen. Ja, das wird morgen passieren.
Heute natürlich Benzin, habe ich ja schon erwähnt. So, ich habe zwei Videos zusammengeschnitten, ein bisschen im Marketplace rumgestöbert und Craigslist gibt es aber nichts. So, jetzt fahre ich mal zu Walmart und bei Costco vorbei, wie lang die Schlange ist beim Tanken. Ich wollte heute Abend mal zu Costco, die haben bis 8:30 geöffnet und da ist so ein Trick, wenn man abends hingeht, dann sind die ganzen Waren, Salate und Hühnerfleisch, das wollte ich ja nicht mehr holen, aber eventuell diese Rippen. Die sind alle 50% ermäßigt. Also es kann sein, dass sie bis zu 50% ermäßigt sind, damit die am nächsten Tag wieder Platz für Neues haben. Das heißt, ich wollte da heute Abend mal um 7:30 hin, um mal zu checken, ob das wirklich stimmt mit diesen krassen Ermäßigungen. Aber jetzt wollte ich dann schon mal tanken und zu Walmart. Da gibt es da auch einen Trick, super zu sparen, und zwar mit der Walmart-App. Man kann da so Clearance-Artikel mit der App scannen und dann kriegt man auch nochmal 30-40% off. Ich habe so einen ganz kleinen Einkaufszettel, da ist nicht viel drauf. Mal gucken, ob ich was finde. Also Essen brauche ich auf jeden Fall. Ja, mal sehen. Fahren wir mal los. Das eine Video, das schneide ich dir gerade noch zusammen, das andere lädt hoch. Und daher kann ich da eh nicht jetzt viel machen. Wieso ist es immer noch bei 87%? Ja, und draußen extrem windig, sogar eine Windwarnung draußen. Gut, dass ich heute nicht fliegen muss. Ja, ausschlafen war echt mal geil. Also ausschlafen, das heißt, ich war jetzt super früh wach, aber bis 10 Uhr bin ich im Bett geblieben. Morgen kann ich nicht ausschlafen, da kommt ja dieser Handwerker. So, auf geht's, Walmart und Costco tanken. Vielleicht soll ich noch irgendwas essen, bevor ich los bin. Mir ist mir fast ein bisschen schwindelig. So, ich habe das ganze, nicht das ganze Haus, aber wenigstens die Küche mal gewischt und hier den Bereich und hier den Bereich und das Bad und hier den Raum. Ja, diese Swiffer, diese drei, das ist ziemlich cool. Das war auf jeden Fall die, keine Ahnung, wie viel Dollar wert. So, jetzt geht's aber los. Hier riecht es so frisch. Jetzt muss ich nur noch hier den Teppich mal wegräumen und da das Bett mit der Decke und den Teppich. Ob ich das heute noch mache, weiß ich nicht. Ich muss das ja nur abrücken für den Typen, damit er das morgen schön einsprühen kann. Die Hauptarea sozusagen, das sind ja die Badezimmer und die Küche. So, jetzt geht's aber los. Ja, ist noch kein Update vom Badge. Normalerweise updaten die das jeden Donnerstag so ab 12. Habe ich aber gerade gecheckt, noch nicht abgedatet. Das heißt, ich kann diesen Online-Test noch nicht machen. Gucken, ob die es heute noch schaffen. So, auf geht's erstmal, Walmart. So, ich bin endlich auf dem Weg. Wir haben bereits 2:15. Ja, ich weiß nicht, ob ich es gestern erwähnt habe, aber ich habe ja gestern zum ersten Mal Trinkgeld bekommen bei diesem Venmo QR-Code, den ich da ausgelegt habe im Office. Und da war ein Typ, der hat seine ganzen Kinder da auf diese Helikoptertour geschickt, die ich dann geflogen habe. Und der stand am Zaun da und hat Start und Landung und alles beobachtet. Und er war dann später auch im Office. Und dann meinte er, ja, ich habe ganz genau geguckt, was du gemacht hast. Und ich habe gesehen, ja, ich habe sie auch gesehen am Zaun. Und ich habe, und dann habe ich ihm, wie gesagt, I almost reported a suspicious person. Also ich habe beinahe jemanden reported, der verdächtig erscheint. Und da meinte er, ja, er würde hoch in Federal, keine Ahnung, hätte einen Job, der wäre wohl etwas höher im Government. Da brauchte ich mir keine Sorgen machen. Sogar sehr hoch. Dann muss ich dem erst mal erklären, dass ich hier einen Witz gemacht habe. Naja, das war auf jeden Fall noch eine witzige Anekdote. Super warm, super windig. Das ist halt immer ein bisschen tricky, angeln zu gehen im Wind. Ich weiß ja nicht. Ich muss mehr angeln gehen. Ich habe so viel Zeug besorgt, was ich ausprobieren muss. Jetzt gehe ich nicht an, gehe ich nicht angeln. Aber ich habe schon gehört, hier Oahu, das ist nicht die einfachste Gegend, angeln zu gehen. Also grundsätzlich gibt es mehr Angler als Fische. So hieß es. Also glaube ich nicht, aber. $75 eine Tankfüllung. Also in Arizona ist das jetzt mal eine volle Tankfüllung. $40. Oh Mann. $4,55 die Gallone. Das gibt's doch nicht. Das klappt. Also ich war bei Walmart, ich habe nicht viel gekauft. Ich muss dann ja noch zu Costco.
Da habe ich ein YouTube-Video gesehen, wenn man mit der Walmart-App den Barcode scannt auf dem Produkt selbst, dann ist das ein anderer Preis, als angeschlagen ist. Und zwar bei allen Produkten, die ich getestet habe, wo entweder Rollback draufsteht, Clearance, Reduced oder irgendwas. Für den schwarzen Stuhl, für den ich 16 Dollar noch was bezahlt habe, 12 Dollar nur. Für einen Mülleimer 54 Dollar, 39 Dollar. Super krass günstig. Also nicht super krass günstig, aber alles ist günstiger. Ist der Wahnsinn. Und die haben so eine Price Match Policy. Das heißt, man kriegt entweder Geld zurück oder den günstigeren Preis, auch wenn man das gegen den eigenen Online-Preis, also mit dem vergleicht. Ich glaube, innerhalb von 2-3 Wochen, wann habe ich den Stuhl denn gekauft? Dann kriege ich das Geld nämlich wieder. Also die Differenz sind immerhin 4 Dollar. Okay, meine Security Clearance ist durch. Jetzt muss ich hier diesen Kurs machen. Und dann gibt es einen Test und dann kann ich meinen Badge irgendwann abholen. Soll easy sein, meint der Koji. Ey, 17:45 haben wir jetzt schon. Das hat Ewigkeiten gedauert, diese komischen Trainingsdungs. Da musste man wirklich aufpassen, denn die Fragen, diese Testfragen, die waren ganz schön tricky zwischendurch. So, jetzt habe ich auf jeden Fall den Trainingskurs und die Testfragen, das waren 3 Kurse, beendet und jetzt kann ich mein Badge abholen. Beziehungsweise ich muss erstmal wieder ein Appointment machen hier. Appointment. Ja, und das dann abholen. Aber das muss ich davor mit der Jeremy absprechen, ansonsten muss ich da wieder fliegen und das mehrmals verschieben, habe ich keinen Bock. So, in einer Stunde geht die Sonne unter. Das heißt, in der nächsten Stunde muss ich den Rasen sprengen und dann fahre ich irgendwann noch zu Costco. So, Garten ist gesprengt, jetzt haben wir schon 7:30. Jetzt muss ich ganz schnell los, sonst komme ich noch zu spät. Ich weiß nicht, ab wann die da keinen mehr reinlassen. Also auf geht's, Costco. Pyramid-Schweinegeld ausgegeben bei Costco. 56 Dollar. Habe ich verpeilt, dass ich bei Walmart schon den Käse gekauft habe hier. Jetzt habe ich hier bei Costco diese riesen Dinger besorgt. Das sind 60 Stück. Dafür habe ich glaube ich 12 Dollar bezahlt oder 13. Und hier, das sind... Wie sind das? Grad, ey, 24. Dafür habe ich die Hälfte bezahlt. Also Costco ist auf jeden Fall der bessere Preis, wenn man es dann aufbekommt. Aber ich habe Kaffee bekommen, sorg doch mal so richtig fette 2,5 Pfund. Ganze Bohne. Und auch 12 Dollar oder 13, das geht. Oh, so, jetzt ziehe ich mir die restliche Pizza rein von gestern. Schneid die restlichen Videos zusammen, dann gehe ich schon fast ab ins Bett. Mal gucken, ob morgen irgendwie Garagenzelt sind. Morgen ist Freitag und morgen ist auch der erste Tag vom Osterwochenende. Muss ich sowieso mal sehen. Deswegen auch so viel los. Unglaublich. Und dieser komische Trick, in dem man sparen kann angeblich, dass man kurz vor Toresschluss zu Costco geht und dass die ganzen Salate und heißen Hühnchen und so weiter reduziert werden. Nix da. Wurden nicht reduziert. Ich bin extra lang geblieben und bin hin und her getingelt. Eis habe ich auch besorgt. Und zwar 15 Häagen-Dazs-Dinger. Für 12 oder 13 Dollar. Das heißt, eins kostet so 80, 90 Cent. Das geht auch. Einzeln kann man die hier nämlich kaufen für bis zu 2 Dollar, zu 3 Dollar. Ja. So. Bananen brauche ich nur noch. Dann für zum Arbeiten morgen und das war's eigentlich. So. Das war's. Für heute. Morgen Pesttyp. Ja, morgen ist ja gar Freitag, ist es nicht? Und der Pesttyp und der hier der Elektriker Hausmeister vorbei. Ich weiß gar nicht, wann die kommen. Ich hoffe nicht zu früh, aber ich glaube so um 10 rum kommt der erste. Ich bin gleich gerade noch mit dem Nachbar unterhalten. Er hat sich gewundert, warum ich denn heute hier arbeite. Habe ich gesagt, ja, ich habe einen geilen Schedule. 4 Tage arbeiten, 3 Tage frei. Und der hat mich gefragt, wann denn meine Frau kommt und so weiter. Und dass ich, wenn ich irgendeine Hilfe brauche, einfach nur Bescheid sagen muss. Also es sind nette Leute. Und wie gesagt, die donnern auch hier nur im Wohnzimmer oben drum. Im Schlafzimmer habe ich gar nichts gehört. Die haben irgendein Problem mit der
hier mit der Tür vom Balkon. Da ist er, irgendwann habe ich den Rasen gesprengt und dann ist er versucht raus, hat er versucht rauszukommen und ist voll gegen die Tür gelaufen, weil die irgendwie nicht so aufgegangen ist, wie er gedacht hat. Und da habe ich voll erschrocken. Das Gleiche ist, glaube ich, heute Morgen um 5 oder 6 Uhr auch nochmal passiert. Habe ich nämlich auch aufgewacht, weil es krass gedonnert hat da von der Balkontür. So. Alles erledigt, was erledigen wollte. Sehr gut.